Herzlichst willkommen zu einer neuen Episode von Bayonetta 2. Und nachdem die letzte Folge ja mal ein bisschen ruhiger war, kann man sagen, geht jetzt, schätze ich mal, wieder mit Action weiter. Denn ich muss sagen, dass da unten diese kreisförmige Plattform, das sieht mir schon ein bisschen danach so aus, als ob hier ein Kampf stattfinden wird. Und das finden wir jetzt mal gleich heraus. Na, was sage ich? Was sind denn das für Viecher? Oh, der greift an. Hui. Ey, die sind aber beschissen, ey. Ja, haha, so aber nicht. What the shit, ey. Die hauen aber wieder ganz schön rein. So. Oh, da kommt einer von hinten. Na gut, den Umbra-Climax jetzt für den einen verschwenden war jetzt, glaube ich, ein bisschen unnötig, aber... Naja. Geschafft ist geschafft. Das Portal ist wieder offen. Und wir haben Silber. Hm. Ich muss mich echt mal ein bisschen mehr anstrengen. Komme ich da rüber mit einem Double Jump? Ich hoffe mal. Oh nein. Okay, hier kann ich landen. Gut. Ja, geht doch. Na, mach auf. Was gibt's denn? Ein Herzchen für mich. Fehlt nur noch eins. Dann haben wir ein bisschen mehr HP. Hupsala, falsche Taste. Hup, das geht sich mit einem Sprung nicht aus. Da brauche ich Double Jump. Hm, hier kann ich jetzt nicht sprinten. Naja, gut, irgendwie logisch unter Wasser. So, gucken wir uns mal wieder um. Hier ist nix. Gar nix. Tote Hose, wie man so schön sagt. Ah, da hinten sehe ich wieder so ein Portal. Was gibt's oben? Ich glaube, irgendwie hier geht's weiter. Deswegen gucken wir zuerst mal zum Portal. Da geht's aber auch noch weiter. Oh mein Gott, ey. Aber ich glaube, hier komme ich nur wieder hoch. Ja, okay. Alles Klärchen, alles wunderbar. Na, dann sehen wir mal nach, was mich jetzt hier für eine Aufgabe erwartet. Und ob ich sie schaffen werde, das ist mal die Frage. Und dann sehen wir auch schon wieder in Muspelheim. So, was zur Hölle kommt jetzt, hä? Ach, da haben wir ja schon das, was ich das letzte Mal erwähnt habe. Du kannst nur während der Hexenzeit Schaden zufügen. Okay, na dann kommt, Leute. Schlag zu. So close. Ah, fuck. Au. Ah, will mal jemand zuschlagen? Bitte. Nee, 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 Jungs. Upp. Na komm. Ah, das war zu früh ausgewichen. Aber das hat gepasst. So, wer als nächstes? Ah, fuck you. So, noch einer weniger. Dann fehlen nur noch zwei. Und das war's. Geschafft. Sehr schön. Ich will mal schätzen, dass ich jetzt wieder ein Herz bekomme. Nein, doch nicht. Mit Gold. Wunderbar. Und was ist das hier? Eine zerbrochene Mondperle. Die Hälfte einer Mondperle. Hast du zwei davon gesammelt, wird deine maximale Zauberkraft erhöht. Ist ja auch nicht schlecht, hä? Und bitte wieder zurück. Wir müssen ja noch immer den Berg Fimbulfetra besteigen. Wobei ich den Namen noch immer sehr, sehr komisch finde. Und boom. So, zurück. Die Frage kam hier gleich so hoch. Oh cool, man kann Walljumps auch machen. Das wusste ich gar nicht mehr. Ging das im ersten Teil auch?
Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Da steht noch eine Kiste. Sollte ich mal besser nicht vorbeispringen. Ja, ich glaube, so dauert das ein bisschen lang, ne? So, einen grünen Kräuterlutscher. Hier vielleicht noch was versteckt? Nein. Und dann gehen wir mal weiter hoch. Wir müssen ja, schätze ich mal, auch zur Spitze des Berges, um das Portal in die Hölle zu finden. Oh, hier geht's wieder raus. Juhu! Schätze mal nicht, dass ich das zerstören kann, oder? Nein. Und wir sind wieder an der frischen Luft. Sehr schön. Hier komme ich wohl nicht drüber, aber ist hier irgendwo vielleicht irgendwo was... Oh. Ihr Pisser, ey. Was sollte ich betreten? Ich stand gerade, dass ich irgendwas betreten kann, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was. So, war es das schon? Nein, der steht nochmal auf. Junge. So, aber das war's. Na gut, das war ja eine leichte Partie, kann man sagen. Rein Platin. Oh, wunderbar. Ich muss sagen, diese Pferdegegner sind mir um einiges lieber als die Gegner, die vorher da waren. Diese dreiteiligen Mistviecher. So, da ist irgend so ein roter Schleier. Santa don't get paid enough for this shit. When Ed and Edna found their daddy wasn't coming back, it made me stay all the way through dinner. Don't pretend you weren't delighted. I hear Enzo's wife makes a lovely casserole. It was damn good. I give you that. Anyway, tell me how my babies are doing. They're behaving quite well. They found plenty of playmates here. Figured they would. Noah Toon had some deep connections with Fimbulventer and the Gates of Hell back in its day. Wouldn't be surprised to find a few of those playmates that like it rougher than the typical bunch. Anyway, you need any supplies, just make sure you keep bringing me these halos. And remember, I ain't here to get up in your business. My business is making things that do business. So don't come crying to me when you... Think you gotta do everything alone. I'm here to help. Just make sure you don't bust a cap in my ass. Ach ja, stimmt doch. Da kann man zu Rodin zurück und dann einkaufen ein bisschen. Na, gucken wir mal, was er so im Angebot hat. Denn wenn es so ist wie im ersten Teil, dann wird er auch ein paar neue Waffen für uns im Angebot haben. Aber ich glaube, da müssen wir uns wieder mal Schallplatten besorgen. Klingt komisch, ist aber so. We've lit our prices on fire, so there won't be hell to pay. Come on, I gotta say some cheesy shit sometimes. Ja, aber nur ab und zu. Dieses Symbol tragen nur die heißesten aller heißen Waren im Laden. Wenn du nicht weißt, was du suchst, vertrau einem bekannten Gesicht. Okilidokili. So, Waffen, was hat denn er? Demnächst erhältlich, demnächst erhältlich. Noch gar nichts, also. Zubehör. Oh Mann, da gab es ja auch im ersten Teil so viele Sachen. Prämienhammer. Kann ich mir hier irgendwo Info anzeigen lassen, was zur Hölle was macht? Wobei, gut, leisten kann ich mir sowieso nichts. Kostet alles 100.000 und ich habe nur 38.000 bei den Items. Kann ich mir vielleicht ein Herzteil kaufen? Ein Hexenherz wäre sogar da. Dann will ich aber fast alle meine Halos verplempern dafür. Kräuterlutscher, Megakräuterlutscher. Na gut, ich glaube zurzeit brauche ich noch nicht so viel Heilung. Ach, ich kaufe mir hier mal das Hexenherz. Ach, da ist jetzt eine Beschreibung. Die Lebenskraft einer Hexe in kristallisierter Form. Ja, da, ja, da, ja, da, ja, da. Sehr schön.
So, kann ich mir mit 8000 jetzt noch irgendwas leisten? Ja, ein paar Lutscher vielleicht noch dazu. Ja, gib her. Auf 3 pro Kunden begrenzt. Gut, dann kann ich mir sowieso nur einen kaufen. Mega-Lutscher brauche ich, glaube ich, zurzeit noch nicht. Den Rest lassen wir mal. Techniken. Ach ja, neue Kombos gibt es ja auch. Oh. Jetzt habe ich wieder mein Geld verplempert. Den kann ich mir jetzt sicherlich nichts leisten. Nein. Und Rondons Schätze ist auch nichts da. Oh, Superspiegel. Der magische Handspiegel kann Kulturkugeln lagern, mit denen du dein Erscheinungsbild ändern kannst. Wird zurzeit im Set mit einer Kulturkugel verkauft, die deren elegantes asiatisches Kleid überstreift, das der Umbra Gekka. Ja, aber wie gesagt, kann ich mir nicht leisten. Na dann wieder zurück. Die Kombos sind schon geil in dem Spiel, das muss man dem Spiel einfach mal lassen. Auch wenn die Ladezeiten, wenn man in die richtige Spielwelt zurückgeht, irgendwie doch ein bisschen lang sind. Das finde ich mal wieder nicht so geil. So, ist die Ladezeit jetzt bitte mal um? Na, es geht doch. Danke. So, dann schätze ich mal, geht's hier weiter. Hier ist schon wieder alles unter Wasser, echt. Oh nein, die Ananas. Hier komme ich nicht rein. Dahinter wären noch ein paar Kisten, aber ich glaube, die bringen mir auch nichts. Wir schmeißen hier einfach ein paar Halos in den Müll. Was zur Hölle passiert jetzt? Das klingt nicht gut. Und sieht auch nicht gut aus. Oh oh. Ah, toll, wieder unter Wasser. Hier mal bitte nichts übersehen, falls hier irgendwas sein sollte. Nö. Kann ich da hoch? Ich höre irgendwas. Ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Husne. Einmal versuchen wir es noch. Ja, geht nicht. Ich würde da oben aber auch nichts sehen, was irgendwie von Interesse wäre. Hui. Na, da haben wir ja nochmal Schwein gehabt, hä? Oh, hallo. Schätze mal, ich muss hier nach unten. Hier ist dicht, hier ist auch dicht, oder kann ich hier durch? Hier kann ich durch, sehr schön. Was ist denn das? Ein Horn des Einhorns. Oh, da stehen wieder Bürger. Die mich aber nicht bemerken, da ich anscheinend ja irgendwie in so einer Art Paralleldimension unterwegs bin. Deswegen füge ich denen auch keinen Schaden oder irgendwie zu. Und alles läuft seinen gewohnten Gang. Für dich zumindest. Naja, für Bayonetta ist das eigentlich auch der gewohnte Gang. Sich mit Engeln zu kloppen. Esplanade der Kaskaden. Ja, wenn ihr meint. Da wäre schon wieder mal Rodent Shop. Der bringt mir aber jetzt mal auch nichts. Denn so viele Halos mehr habe ich jetzt nicht. Aber da ist eine schöne Kiste. Miras Testament, wer dieser Glocke läutet, wird mit unerwartetem Wohlstand gesegnet. Aha. Wo kann ich denn das eigentlich? Ich schätze mal hier nicht. Nö, wo sind meine Items? Da. Ah, okay, was brauche ich denn hier mal? Naja, setzen wir den hier mal. Dann probieren wir es doch mal aus. Wie setze ich ein Item ein, ist mal auch die Frage. Nein, das war's nicht.
Hat mir das Spiel das überhaupt mal erklärt? Okay, hier kann man taunten. Ach, einfach länger draufbleiben. So, ach. Okay, ich hätte gedacht, das gibt mir jetzt ein paar Halos, aber das ist anscheinend nur eine Art Buff. Damit ich mehr Halos bekomme. Und was ist das hier? Das ist eine Kiste, aber zu der kann ich nicht. Das hier sieht aus wie das Abbild eines Umbra-Schreins aus grauer Vorzeit. Ich muss alle Scherben einsammeln, solange das Gedächtnis der Zeit wirkt. Auch du! Ist ja auch nur gut, dass ich mir jetzt den Weg nicht gemerkt habe. Ja, jetzt kann ich hier nicht drüber. Ach. So, dann musste ich ja hier runter. Und laufen, laufen. Wie viel waren es? 4 Stück, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Na gut, ich habe noch 40. Nein, 5 Stück sind es. Ich habe noch 30 Sekunden. Das sollte ja, hoffe ich, mal reichen. Denn da ist schon der letzte. Und das war's. 5 Stück gesammelt. Die Scherben ergeben zusammengefügt den ursprünglichen Schrein. Ist ja nice. Jetzt muss ich nur wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wollte mir eigentlich den Schrein holen. Was soll denn das? Shite. I'm never gonna reach Fimbulventa at this rate. Well, at least it won't be a boring trip. You can see me. You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh? Wait till you see the climax. Silly girl. You'll have to do better than that to earn a tip, my dear. Who the hell are you? I'm just an innocent little girl lost in Wonderland, suffering at the hands of the Queen's trumped-up troops. Cute one, huh? Enough riddles. How can you see me? Because we're both in Purgatorio, you see. Purgatorio? So. Are we heading to Fimbulventa on a shopping trip for Mummy, little one? Maybe. But she told me never to talk to strangers. Stay out of my way, or I'll make sure you never get in it again. Ooh, scary. Off with their heads, eh? Damn it. They must have heard me. Erzengel der dritten Sphäre, Acolyte. Und natürlich lässt mich der kleine Rotzlöffel jetzt einfach mal mit den beknackten Engeln allein. Aber der Typ ist ein neuer Charakter, den kennt man noch nicht aus dem ersten Teil.
und weg mit dir. Ui, da will schon wieder einer zuschlagen und der trifft mich sogar. Was für ein Arsch, hä? Au, zu spät ausgewichen. Shit, ey. So. Ui, der greift an. Ey, wieso war meine Hexenzeit so schnell vorbei? Au, der tritt mich einfach. So, jetzt sind wir alleine, mein Freund. Voltangriff, ja, start mir doch bitte mal. Da bekommst du gleich mal ein paar Megatonnen auf dem Arsch. Und da hat er sich in Luft aufgelöst. Och, jetzt kommen noch mehr. Das müssen unbedingt gerade die Typen sein, hä? Die verfolgen mich, die verfolgen mich. Ich muss weg. Nein, nein, nein. Leute. Ah. Aufs Maul. Ach, was sind denn das jetzt wieder für welche? Die sind neu. Explodieren die? Sieht irgendwie so aus, oder? Hussa. Ach, jetzt ist da noch so ein Dicker. Aber nicht mit mir, mein Freund. Und Climax. So, jetzt weg. Komm dir mal aufs Maul, ey. Ach du heilige Scheiße. Hui, ein lila Schmetterling. Dieser Stein in Form eines Schmetterlings besitzt magische Kräfte, füllt die Zauberkraft bei Erhalt sofort wieder auf. Nice. Eine Schallplatte, sehr schön. Heißt, eine neue Waffe von Rodin. Meins. So, goldene LP der Engelshymnen, Einzug der Gladiatoren. Die goldene LP enthält die Kristallklangstimme der Engel. Auf die Oberfläche wurde eine Art Silhouette gemalt. Ja, stimmt, die Waffen droppen die ja auch noch. So, meins. So, jetzt machen wir aber nochmal schnell, was ich eigentlich noch machen wollte, nämlich da hinten den Schrein öffnen. Wir haben ja nicht umsonst die Einzelteile dafür gesammelt. So da, was gibt's denn jetzt? Ein komplettes Hexenherz. Nice. Hier kann ich anscheinend nicht ins Wasser. Schade, ich dachte mir, ich könnte da nach hinten. Na, wobei sieht nicht so aus, um ehrlich zu sein. Oh, kann ich eine Runde mit dem Boot fahren? Nein, lässt er mich auch. Leider nicht. Ach, das ist auch immer so eine Sache, die ich in Spielen so mag. Unsichtbare Wände. Oh, da ist noch ein Portal. Nächstes. So, schon wieder mal was Neues. Ein lila Zauberlutscher. Ein Lutscher, der dir aufmerksamkeitsförderndes Extrakt enthält. Die Zauberkraft wird etwas aufgefüllt. So, also na gut. Dann würde ich sagen, welche Aufgabe uns jetzt in diesem Portal hier erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Episode von Bayonetta 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.